Das heißt also, da gibt es, frag mich nicht, irgendwelche Folien und irgendwelches Papier, das kann das irgendwie darstellen. Und diese ganzen Grafiken, der macht er halt für die Werbeindustrie. Das heißt also, er macht diese, er ist für den Lebensmittelbereich zuständig und da gibt es spezielle Vorgaben, die die erfüllen müssen. Da gibt es auch eine bestimmte Pixeldichte und Pipapo, hast nicht gesehen, das ist relativ aufwendig. Und da braucht er halt relativ viel Power und der macht ja mit, der, das ist also ein Team, das besteht aus einem Koch, der das Ganze zusammen kocht, das ist diese Gerichte, was die Industrie sich gerne vorstellt, zum Beispiel die Pizza jetzt, und da kommen ja dann meistens auf diese Verpackung Bilder drauf. Und diese Bilder müssen pixelfrei sein, also so gut wie es nicht, also so mega top, das muss echt top aussehen. Und Oder diese, halt die Pixel so klein, dass man es gar ja, nicht genau, merkt. und die nächste Sache ist, dann mit diesen Werbematerialien, dann kannst du daraus ja auch ein Video produzieren. Und dieses Werbevideo muss natürlich dann auch mit diesen Folien, was er hat, was er sich im Vorfeld vorgestellt hat, muss natürlich dann auch umgesetzt werden. Und das zu produzieren, weil das Ding an der Sache ist, durch Corona können die halt nicht alle gemeinsam ins Studio fahren und das dann aufnehmen, sondern müssen das halt dann separat machen. Und Ach das so, ist auch separat wieder machen, Traffic. machen, genau, das separat machen ist halt das, du musst es halt irgendwann zusammenfügen. Das heißt, einer Also. muss das dann bei sich zu Hause oder in irgendeinem Home Office oder in irgendeinem Büro zusammenfügen und dann das machen. Und diese Grafiken, was er halt da macht, das hat mit dem normalen Zeichen nicht mehr zu tun, sondern das ganze Zeichen ist digital. Da gibt es so ein Pad und da kannst du halt dann nach Belieben loszeichnen. Und das wird dann halt auf dem PC dann grafisch dargestellt. Ja. Jetzt wohnt ihr in einem Einfamilienhaus? Nee, der wohnt auf dem Land, das ist ein, der hat, Also, der, ja genau, ein wie meinst du Einfamilienhaus ist das, Land? genau, auf dem Land ist das Aha. und da gibt es halt keine DSL. Der hatte bei der Telekom gefragt, die bauen aber nicht aus. Der hat dann einen Verweis bekommen auf den, ja, auf das 5G-Zeug. 5G. Aha. Er zahlt natürlich auch viel Geld dafür, 99 Euro kostet der ganze Spaß. Und da habe ich ihn aber auch noch einen anderen Tipp bekommen, was auch gehen mag, ist aber momentan noch in Kindern und Schulen, beziehungsweise eigentlich mittelmäßig, also relativ schon konkurrenzfähig auch. Und zwar ist das Space Link. Oder SpaceX. Nee, Space Link, ja, genau. Und das heißt, das ist eine ganz andere Technik, das sind wir komplett, das hat mit Internet überhaupt nichts mehr zu tun. Und Das zwar, Satellit, ne? das ist genau, das ist Satellit, ist das. Und zwar hat das den Vorteil, du bist weltweit, egal wo du bist, in der Wüste, auf dem Pazifik, mitten in der Pazifik, egal wo du bist, am Arsch der Welt, kriegst du Internet. Die Scheiße. Also das Satellit-Ding ist scheiße. Wir Nee, hatten das eben schon nicht. ausprobiert. Nein. Wir hatten das schon Ich habe ausprobiert. es beim Kollegen gesehen, der hat das und der hat einen Ping von 30 bis maximal 45. Und eine Downloadgeschwindigkeit von 350 Mbit. Dann hat die Schweizer Telekom, sage ich jetzt Nee, mal. das ist das Einzigste, was, das ist der einzigste Anbetreiber, den ich kenne, der das fachmännisch betreibt, weil die Satelliten, das sind die eigenen, also der baut eigene Satelliten für seine Kommunikation, der Mast, schießt ja auch ins All und jetzt kommt der ganz große, extreme große Unterschied. Die Satelliten befinden sich kurz vor dem Orbit. Alle anderen sind extrem weit weg. Das heißt, also die teilen sich mit anderen Kommunikationsherstellern die Satelliten. Und genau deshalb kommen diese langen Pings zustande. Erstens sind die weiter weg und zweitens sind es nicht die eigenen, sind meistens gemietete. Die haben dann einen bestimmten Bereich, wo die da tun können, was sie wollen, so ungefähr. Zahlen natürlich eine bestimmte Gebühr. Bei Mars ist es so, der hat eigene Satelliten und diese Satelliten, die befinden sich halt nicht so relativ kurz vorm Orbit. Und jetzt kommt der gigantisch große Unterschied. Und das ist auch Konkurrenz zum 5G. Mit dieser Satellitentechnik bist du, kannst du unbegrenzt.